Schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es um IGTV und dafür habe ich extra meine Instagram-Experten hier, Maxi und Jenny. Servus. Und zwar wollen wir euch die neuen Funktionen zeigen von Instagram, wie man jetzt Videos bis zu 60 Minuten hochladen kann. Wir wollen uns anschauen, was das Ganze für dich bedeutet, wie du das Ganze für dein Marketing benutzen kannst und wie du sozusagen bekannter auf Instagram werden kannst, beziehungsweise dein Instagram-Account bekannter machen kannst. Wir zeigen dir natürlich als allererstes die kompletten Funktionen. Wir gehen komplett diese Funktionen durch, damit du das Ganze nicht selber rausfinden musst, sondern einfach nur hier unser Video schauen musst. Und Maxi zeigt uns jetzt gleich, wie das Ganze funktioniert. Ja, ich gehe mal kurz in die App, also in die Instagram-App. Wichtig ist updaten, damit ihr diese Funktion auch direkt bei Instagram habt. Es gibt noch eine extra App, aber ich zeige euch erstmal ganz kurz, wie das bei Instagram an sich aussieht. Also man gibt hier so einen kleinen Button, da geht man dann rein und da findet man auch direkt schon mal eben diesen kleinen Willkommen-Screen. Und wir legen einfach mal los. Genau, so, da geht auch direkt das erste Video los. Wir haben hier den Calvin Hollywood. Ja, der macht gleich erstmal ein Querformat-Video. Geht auch, sieht jetzt nicht so schlecht aus, aber eigentlich ist es dafür da, dass man eben wirklich Hochformat-Videos, so wie man es eben bei Instagram kennt, verwendet. So, man kann hier ein bisschen durchscrollen, ganz easy, man kann auch stoppen, man kann sich auch später anschauen. Aber wir suchen jetzt mal ein Hochformat-Video, das sieht vielleicht auch ein bisschen entspannter aus. Genau, hier das Tanzvideo, das ist doch super, da kann man auch sehen, dass es den ganzen Screen ausfüllt, gerade bei diesen Bezel-less iPhones, der neuen, sieht das schicker aus. Ja, und da gibt es jetzt so ein paar Reiter. Man kann also die abonnierten Follower bei Instagram sich anschauen, man kann eben beliebte Videos durchscrollen, man kann ein bisschen browsen. So, bei weiter ansehen hier kann man eben die Videos, die man schon geschaut hat, eben auch nochmal neu ansehen. Und wenn man hier oben drauf geht, dann kann man eben halt wenn man aufs Icon geht, ein neues Video hochladen. Videos, wie gesagt, hatte Malte, glaube ich, schon gesagt, bis zu 60 Minuten kann man sich eben aussuchen, ganz easy. So, wir gehen mal in die App. Das ist die eigene App von Instagram, kann man im Store runterladen. Hier gibt es dann eigentlich nichts Neues, das sieht genauso aus wie bei Instagram. Genau, schauen wir auch noch mal kurz ein bisschen rein, browsen ein bisschen durch, aber wie gesagt, das ist ziemlich easy und ziemlich einfach, wie es eben auch bei Instagram zu sehen ist. So, hier haben wir eben den Calvin Hollywood nochmal. Wenn ich jetzt hier nach links und rechts swipe, das ist auch ganz schön, kann man eben die Videos wechseln. Also man kann hier mit links und rechts swipe direkt mal so zack, neues Video. Also man kann immer super schnell browsen und sich ein paar Videos anschauen. So, wenn man dann hier wieder rausgeht aus dem Video, kann man hier auch, wenn man auf sein Icon geht, eben wie auch in der Instagram-App, Videos hochladen und, pass auf, ich wähle hier mal eins aus, das ist ja Malte beim Klettern, das spulen wir mal ein bisschen vor, das ist ja jetzt hier nicht wichtig, nicht spannend. Und dann kann man das hochladen und es seinen Freunden teilen und wie gesagt, bei Instagram in der Plattform oben sich die Videos ganz in Ruhe anschauen und auch für später speichern. So sieht's aus. Was ist mir jetzt eigentlich der größte Unterschied zu den Videos vorher bei Instagram? Naja, also man hat erstmal diese 60 Minuten Videos, das ist schon mal sehr gut, da man eben jetzt wirklich viel, viel Content hochladen kann und eben seine Leute ein bisschen länger vielleicht am Ball halten kann. Genau, die Stories, das ist ja auch wieder so eine Sache, da gibt es die Live-Sachen. Live-Sachen sind nicht für immer da. Sie versuchen wirklich eben so eine Konkurrenz zu YouTube aufzubauen. Dass man wirklich sagt, okay, man hat dann wirklich eine Plattform, wo man browsen kann, wo man Videos findet, wo man den Content vielleicht, der dich viel mehr anspricht, auch direkt auf dem Handy in der App von Instagram finden kann. Ja. Malte, kann es denn jetzt eine Konkurrenz zu YouTube sein? Was denkst du? Ich denke auf jeden Fall. Also ich meine, ich habe ja Tutorials auf YouTube, die sind eigentlich immer Querformat, weil ich sie am Computer aufnehme. Da sehe ich jetzt keinen so einen großen Horizont in diesem neuen Format. Aber es ist natürlich so, dass viele, viele Follower wollen einfach Infotainment, definitiv. Und Infotainment, also die Mischung zwischen Infomaterial, was lernen, und Entertainment, das vermischt sich einfach und die Leute wollen mit Spaß lernen. Sie wollen einfach coole Videos gucken, lockere Videos wie das hier, und das sollten wir natürlich auch auf Instagram hochladen, auf jeden Fall. Und das konnte man vorher nicht. Und wie Max schon gesagt hat, Live-Videos waren für immer verschwunden. Du konntest sie aufs Handy runterladen, wenn du es live aufgenommen hast. Aber es ist halt so, dass du es jetzt wieder hochladen kannst und dort auf Instagram lassen kannst, sozusagen. Also das war der Unterschied, sag ich mal, zu den Videos vorher, dass du sie jetzt sozusagen, dass du auch lange Engagement aufbauen kannst. Das ist für jeden Online-Marketer da draußen super wichtig. Aber ich habe mir so überlegt, klar, Hochformat-Videos, lass uns gleich kurz noch drüber diskutieren. Ihr könnt auch gerne unter das Video schreiben, was haltet ihr von der Funktion, und vor allen Dingen, habt ihr Hochformat-Videos oder wollt ihr sie gucken? Was haltet ihr von Hochformat-Videos?
Kommentiert auf jeden Fall mal hier unter das Video. Aber was vor allen Dingen wichtig ist, wenn ich jetzt viele Videos schon auf YouTube habe, die Entertainment sind, als Gamer zum Beispiel, dann kann ich die ja jetzt sozusagen einfach hochladen, oder? Man könnte sie hochladen, da habe ich mit Jenny vorhin auch schon drüber geredet. Ist eben die Frage, weil die meisten Videos, alle Videos bei YouTube sind Querformat-Videos. Ja. So, jetzt kommen die Hochformat-Videos. Das ist eben halt so ein bisschen so die Diskussion. Dein Content, den du bei YouTube hast, so wie es Calvin jetzt auch gemacht hat, lädt er hoch. Sieht es gut aus? Jein, weil es halt echt eigentlich cool. den Screen nicht unbedingt... Auf dem Samsung S8 sieht es verdammt gut aus. Ich kann es mir komplett angucken. Ja, aber... Ja. Der Sinn dieser App ist ja dafür da, oder der Erweiterung, dass man eben Hochformat-Videos hat. Und ich liebe diese Hochformat-Videos. Ich filme nur so und ich missachte alle Regeln der Videokunst. Und deshalb finde ich das dann uncool, wenn der Screen dann schwarz ist und es lenkt super ab. Und deshalb wäre ich jetzt eigentlich nur für Hochformat-Videos. Aber da sehen wir dann halt auch trotzdem, dass es Geschmackssache ist. Weil ja, zum Beispiel absolut. Ich fand das Hochformat-Video von ganz cool eigentlich so. Und wenn man dann schon Hochformat-Videos irgendwo hat, dann wäre es eigentlich doof, die nicht hochzuladen. Querformat meinst du? Querformat. Ja. Dann wäre es doof, die nicht hochzuladen, ja, weil du hast sie ja. Das heißt, das bedeutet, wenn du jemanden betreust, der einen Instagram- oder YouTube-Kanal hat als Agentur, oder du hast das und willst noch mehr Reichweite haben, kannst du jetzt dein Content-Recycling machen und kannst die Videos die nächsten Wochen Step-by-Step in dieses Format bringen und langsam hochladen und dadurch deutlich mehr Reichweite gewinnen. Die Problematik hier könnte sein, dass man jetzt zweimal Videos machen muss. Einmal im Hochformat und einmal im Querformat, um eben das komplette Publikum abzuholen. Ja? Wie würdest du es machen? Da können ja mal alle drunter kommentieren, ob sie das so machen würden. Ich würde es nicht machen. Ich würde, wenn sich Querformat, wie zum Beispiel, wir machen hier ein Interview. Dieses Interview, wenn du das als Querformat aufnehmen würdest, dann bräuchtest du die Kamera dort hinten im Raum. Ja, oder man würde nur dich sehen. Und im Querformat uns drei. Ja, genau. Und genau. Zusatzcontent. Also, es gibt für manche Videos das angemessene Format. Du kannst kein Interview irgendwie machen im Hochformat, dann siehst du nur eine Person oder die andere ist nur zur Hälfte drauf. Ja, ja. Zu dritt, wie wir hier gerade sitzen, deswegen wollte ich es auch zu dritt haben, würde das nicht so gehen. Also deswegen braucht man manche Videos noch im Querformat. Und sobald man aber merkt, ein Screencast kann auch nicht im Hochformat sein. Sobald du aber merkst, ey, komm, das ist jetzt auch cool im Hochformat, zum Beispiel sich selber, wie man gerade irgendwie unterwegs ist und irgendwelche Tipps gibt, dafür ist es super genial, also Content on the fly sozusagen. Und für Online-Marketer und Agenturen und generell so für alle, die ein bisschen erfolgreicher sein wollen, würdest du es empfehlen? Ich würde es definitiv empfehlen. Und der einzige Grund, warum ich es zum Beispiel noch nicht gemacht habe bisher so viel auf Instagram, ist einfach, dass wir versuchen immer mehr und mehr auch YouTube auszubauen. Podcast versuchen wir auch die ganze Zeit, aber man muss sich auf eine Sache auf jeden Fall konzentrieren. Das kann ich auch jedem nur empfehlen. Das ist einfach ein Erfolgskonzept. Das bedeutet, wenn ich würde es nicht versuchen zu machen, gleich ein ganz wichtiger Tipp nochmal hier am Ende des Videos. Ich würde es nicht machen, wenn ich weiß, dass mein Inhalt, zum Beispiel Tutorials und so, besser auf YouTube passt. Ja? Wenn ich aber weiß, ich habe Entertainment-Videos, dann bitte ab jetzt definitiv diese neue Funktion nutzen. Weil dann ist sie das, was auch deinen YouTube-Kanal komplett ersetzen könnte. Definitiv. Ja, also was ich auch gerade noch gelesen habe, Instagram hat gerade seine 1 Milliarde Follower geknackt. Und das darf man auch nicht vergessen, weil diese Abo-Funktion bei Instagram, die würde ich sagen, ist teilweise immer noch viel stärker als bei YouTube. Man abonniert natürlich seine Lieblingsleute bei YouTube, aber eben halt im allgemeinen Leben ist dann doch irgendwie dieses, man ist auf dem Handy, man schaut eben sich mal ganz kurz die neuen Videos bei Instagram an, im Bus, in der Bahn, wie auch immer. Und ich finde, da muss man am Ball bleiben und überlegen, 1 Milliarde Leute kann man eben halt über Instagram erreichen, jeden Tag im Alltag. Und da kann man auf jeden Fall erfolgreich sein auch und sollte das auf jeden Fall nicht außer Acht lassen. Mega genial. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden über all diese Features. Wenn euch dieser Kanal hier gefällt, drückt unten bitte auf Abonnieren, drückt auch die Glocke, dass ihr über neue Videos benachrichtigt werdet und schreibt drunter in die Kommentare, was ihr davon haltet von diesen neuen Funktionen auf Instagram. Bis dann und danke, dass auch Jenny und Maxi dabei waren. Ciao. Ciao, macht's gut.